Servus Leute, Strohhut Sanji sagt Hallo. Ich fordere euch jetzt hier zu einer Challenge raus und zwar zur Bomberman Challenge. Zack. Und der letzte mit einem 21-14, Leute. Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega Hombre. Und zuallererst gönnt euch meine Klassen. Ist das nicht geil? Ja, der Sanji, der gute Alte, der hat ja zur Challenge aufgerufen. Und nicht zu irgendeiner Challenge, sondern zur Bomberman Challenge. Und da sind die Ohren natürlich immer gespitzt bei mir. Und da steige ich natürlich direkt mit ein. Und bei der Challenge geht es letzten Endes darum, er hat eine Klasse vorgegeben, bei der die, ich glaube, Cascade heißt die Waffe, dieser Granatenwerfer, den wir hier gerade sehr schön im Einsatz sehen. Oh, schön hier den Rescuer geholt. Und ansonsten gibt es nur noch zwei IEDs in der Klasse mit dabei. An den Perks ist dieser 4 Punkte erhöhte Sprengradius mit dabei, der ungefähr so der letzte Scheiß ist. Es gibt doch die ganze Zeit nur Hitmarker. Und ansonsten halt eben schnell bewegen. Und ja, das war es mehr oder weniger schon. Die eigentliche Aufgabe ist natürlich gewesen, Live-Commentary zu machen, aber ich habe ihn gefragt, ob es okay ist, wenn ich nachkommentiertes Gameplay mache, denn ich wollte zu dem Video ganz gern über ein kleines Thema reden und er sagte, das ist alles in Ordnung, deswegen ist es jetzt hier ausnahmsweise nicht live kommentiert. Denn ich wollte ein bisschen drüber reden, wie wir uns vergangenes Wochenende getroffen haben, also der Sanji und ich und seine Freundin die Kati, denn die beiden sind so einige Mal im Jahr in München, so kleinen Shopping-Trip. Und jetzt vergangenes Wochenende war es halt eben auch mal wieder soweit und da hat er mich im Vorfeld gefragt, ob ich da Zeit habe an dem Tag und vielleicht Lust habe, einfach mal mich mit den beiden in der Stadt zu treffen, ein bisschen zu quatschen, sich mal irgendwo hinzuhocken und irgendwo einen Kaffee zu trinken oder was zu essen. Und da habe ich natürlich gleich gesagt, ja super, geile Aktion. Ich habe ja schon eh die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir es in unserer kleinen Abonnentengruppe hier mal schaffen, uns zu treffen. Und das war jetzt mal so der Anfang des Ganzen. Und es war auf jeden Fall super geil, haben uns irgendwie am, ich weiß gar nicht, Samstag Nachmittag ist es glaube ich gewesen, schön in der Stadt am Karlsplatz getroffen und sind dann erstmal so ein bisschen durch die Stadt ganz gechillt gelaufen, so einfach mal ein bisschen erzählt, wir hatten uns ja vorher nur noch nicht getroffen, aber so auf Anhieb super geil verstanden und sau, sau geil war das. Und naja, sind dann so ein bisschen durch die Stadt und dann so Maximilianstraße rauf und dann hinten am Isartor sind wir dann wieder in die Stadt rein. Und haben uns dann beim Sausalitos niedergelassen, im Isartor am Tal, falls es jemand kennt. Und ja, haben da so ein bisschen die Karte studiert und so geguckt, was es da Feines gibt. Und haben uns dann da alle lecker Burger bestellt. Ich glaube, ich habe sogar ein paar Fotos davon gemacht. Kann ich sogar, glaube ich, einblenden hier. Richtig geile Burger. Pommes waren nicht so dolle, aber auf jeden Fall sehr cool. Cocktails waren da auch gerade irgendwie so super krass im Angebot und so. Ich habe noch ein schönes Corona gezischt, so wie das sein muss. Auf jeden Fall hammer, hammer geil. Hat voll Spaß gemacht. Und zum Schluss hin sind wir dann, es wurde dann schon relativ spät, musste erstmal noch zu meinem Auto wieder zurück, das Parkticket noch ein bisschen verlängern, eh schon überzogen gehabt und so, aber naja, Glück gehabt, kein Ticket dran. Und dann hat man nämlich noch gesagt, so um 7:30 oder so haben wir uns dann noch zum Weg gemacht zu dem Games-Laden, wo ich immer hier in München meine Spiele kaufe. Heimspiel Games, Shoutout an der Stelle. Waren uns nur nicht ganz sicher, ob der noch so offen hat, aber wir hatten Glück, der hat tatsächlich dann auch am Samstag bis um 20 Uhr auf. Ja, und haben da noch so ein bisschen in den Regalen durchgestöbert, was es gerade so gibt. Sanji hat sich dann auch noch 2 Spiele mitgenommen, ein paar ältere Titel, mit denen er leider ein bisschen Pech gehabt hat, wie sich im Nachhinein rausstellte, denn es waren Titel für die alte Xbox, also die Xbox, auch nicht die 360, sondern die vor der 360 da war. Und er hat halt bei sich zu Hause die Xbox 360 und auf der liefen halt dummerweise die Spiele nicht. Man weiß das irgendwie im Vorfeld nie so genau. Der Typ in dem Laden wusste es natürlich auch nicht. Es gibt da scheinbar so Listen, in denen man das immer nachlesen kann. Aber die sind auch nicht immer unbedingt ganz aktuell, sodass man es dann teilweise auf den Versuch ankommen lassen muss. Gut, die Spiele waren jetzt nicht teuer, haben irgendwie 3 Euro das Stück gekostet oder so. Aber es war halt Timesplitters 2 dabei, wo er dann vorgehabt hätte, ein Let's Play von zu machen, was mich so super krass interessiert hätte. Das hätte ich mir auf jeden Fall angeschaut, denn Timesplitters, das war damals, auf der PlayStation gab es das ja auch, so ein super geiles Spiel und davon den zweiten Teil nochmal ein bisschen zu sehen, hätte mich schon interessiert. Aber naja, das hat dann leider nicht geklappt. Aber das soll,
ja, nicht so wild gewesen sein. Jetzt findet er sicherlich irgendeinen anderen Titel, den er jetzt Let's Playen wird. Und dann gibt es da ordentlich was zu sehen. Nee, also war auf jeden Fall richtig, richtig super lustig. Und wir haben in unserer kleinen YouTube-Gruppe jetzt auch mal schon so ins Auge gefasst, dass wir vielleicht anpeilen, sogar jetzt dann relativ bald uns mal irgendwie zu versammeln fürs Oktoberfest hier in München gegebenenfalls. Da sind wir jetzt gerade drauf und dran, ob wir das irgendwie gebacken kriegen und gucken, dass halt möglichst viele Leute natürlich Zeit und Lust haben, sich irgendwie auf den Weg nach München zu machen und dann beim Oktoberfest ordentlich zuzuschlagen. Ich glaube, ich bin jetzt auch schon so einige Jahre nicht mehr draußen gewesen. Wir haben mal wieder an der Zeit auf jeden Fall. Da müssen wir mal gucken, ob wir das mal hinkriegen. Ansonsten haben wir schon gesagt, dass ich auf jeden Fall mit Katja zusammen den Sanji und seine Freundin im Winter in Lindau besuchen werden. Denn da gibt es so am See so einen supergeilen chilligen Weihnachtsmarkt und so, alles sehr, sehr geil. Also da hatten wir eigentlich schon fast vorgehabt, letztes Jahr mal hinzufahren, aber naja, das hat dann irgendwie nicht funktioniert und jetzt werden wir dann gucken, dass wir es dann jetzt Weihnachten vielleicht mal irgendwie schaffen. Und ja, genau, so schaut das im Moment aus. Jetzt ist Wochenende, jetzt im Moment ist gerade Freitagabend. Jetzt habe ich mir vorgenommen, dass ich hier das Video mal schön fertig mache, damit ich das morgen am Samstag hier für euch hochladen kann. Denn am Sonntag will ich mir dann schon die Zeit nehmen und für die neue Challenge aufnehmen. So viel kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Der Name der Challenge ist die G-Love Challenge. Das verrät erstmal noch nicht zu viel, aber es wird sich dann noch erklären, worum es da genau geht und was der Trick bei der ganzen Sache ist. Hab schon mal jetzt so ein ganz kleines bisschen dafür trainiert, weil da muss man im Vorfeld schon mal so ein bisschen paar Trainingsrunden machen, denn sonst wird das irgendwie, glaube ich, gar nichts. Aber das könnte auf jeden Fall auch sehr interessant werden und damit werde ich jetzt, wie gesagt, dann auch am Wochenende starten. Wie gesagt, wenn ich es nicht hinbekomme auf Anhieb, dann wird es da auch wieder drei Teile geben, sodass es da auch wieder ordentlich was zu sehen geben wird. Und genau, das ist das. Ansonsten bin ich noch sehr gespannt auf nächste Woche, denn am 9.9. ist ja dann endlich die Keynote von Apple für das Release vom neuen iPhone 6, auf das ich jetzt schon so liebäugel, denn mein aktueller Vertrag, der läuft auch gerade aus, das wird eigentlich ganz gut passen, denn ich habe eigentlich vor, mir das iPhone 6 jetzt auch wieder zu holen. Würde es mir allerdings, glaube ich, dieses Mal so kaufen und auf einen richtigen Vertrag verzichten und mir einfach eine Prepaid-Karte dazu holen, weil es hat sich für mich einfach rausgestellt, ich brauche den Vertrag eigentlich überhaupt nicht, weil telefonieren tue ich damit relativ wenig. Das Einzige, wofür ich es wirklich am meisten brauche, ist halt einfach fürs Messaging und da benutze ich halt WhatsApp, so wie jeder andere auch. Und da reicht mir einfach ein Datentarif und fertig und ich glaube, da bin ich mit einer Prepaid-Karte noch am besten aufgehoben, auch wenn man dann natürlich für das Handy selbst ein bisschen mehr zahlen muss. Aber naja, gut, da kommt das Gameplay auch schon zu einem überraschenden Ende. 21,8, also genauso viele Kills wie er, und aber etwas weniger Tode, deswegen würde ich sagen, etwas besser abgeschnitten. Und ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich klicke mich dann jetzt schnell aus. Bis demnächst, Jungs und Mädels, euer Ombre.